Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Autoverrückt. Heute möchte ich mal gemeinsam mit euch ausprobieren, inwiefern man den Allzweckreiniger Kochchemie Greenstar zur Felgenreinigung verwenden kann. Ja, ich habe hier meine Flasche Kochchemie Greenstar. Ja, die sieht ein bisschen komisch aus. Der Verschluss ist leider defekt, deswegen habe ich mir hier einfach in den Deckel ein Loch gebohrt und habe da jetzt immer so einen Handschuh drüber, weil, ja. Der Mechanismus mit dieser Kindersicherung lässt sich hier einfach nicht mehr aufdrehen. Naja, dann habe ich hier mir mal meinen günstigen Pearl-Schaumsprüher, das ist ja so ein 10-Euro-Schaumsprüher von Amazon, parat gestellt und hier mal etwas Reiniger reingegeben. Jetzt hier auf 1 Liter Wasser etwa 50 Milliliter von dem Kochchemie Greenstar. Hier hinten ist ja auch eine Empfehlung, ne, bei Verschmutzung im Außenbereich und Motorreinigung so im Verhältnis 1 zu 5 bis 1 zu 30. Ja, man braucht von dem Zeug wirklich relativ wenig. Ist ein alkalischer Reiniger. Wir haben einen pH-Wert von 12,5. Das ist wirklich sehr alkalisch. Also, der hat auf jeden Fall ordentlich Kraft. Preislich liegen wir beim Greenstar irgendwie auf jeden Fall unter 10 Euro. Ich glaube, teilweise kriegt man den für 7, 8 Euro oder so. Ja, da hat man natürlich auf jeden Fall einen sehr, sehr günstigen Felgenreiniger. Wir probieren das gleich mal in der Waschbox aus. Dazu natürlich wie üblich wieder die Likago Mikrofaserfelgenbürste und ein Valet Pro Felgenpinsel und dann schauen wir uns mal an, wie man mit diesem alkalischen Reiniger hier die Felgen reinigen kann. Viel Spaß dabei! In der Waschbox angekommen, schauen wir uns dann mal den Ausgangszustand der Felgen an. Grundsätzlich sehen die ja erstmal nicht dreckig aus, aber wenn ich hier mit dem Finger drüber wische, ja, dann sieht man schon, da ist wieder ordentlich Dreck drauf. Würde ich mal sagen, gucken wir uns gleich mal an, inwiefern hier mit dem Greenstar der ganze Dreck beseitigt werden kann. Wie gesagt, hier ist mein Schaumsprüher, habe hier etwa 1 Liter Wasser drin mit 50 Millilitern Greenstar. Ich pumpe den hier mal so ein bisschen auf und dann schauen wir die Felge mal ein. Für diese Zwecke nehme ich immer diesen günstigen No-Name-Schaumsprüher, weil ich mir bei den guten Schaumsprühern die Dichtung durch diesen alkalischen Reiniger einfach nicht versauen möchte. Dafür ist der Billigsprüher hier auf jeden Fall gut geeignet. Ja, wir sehen, ne, dieser Greenstar hat ein sehr großes Schaumverhalten, also wir haben da ordentlichen Schaum. Allerdings zieht sich dieser Schaum sehr schnell zusammen, ne? Ihr seht das, das Ganze läuft schnell ab, also ist nicht mit einem typischen Snowfoam oder so vergleichbar. Naja, wir sprühen hier trotzdem einmal die Felge ein. Das klappt so auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und ja, ich sprühe auch die Reifen mit ein. Ich weiß, dass viele Leute sagen, dass man alkalische Reiniger keineswegs auf Gummi anwenden sollte. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man das Ganze nicht zu lange einwirken lässt und wieder ordentlich abspült, habe ich da noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Deswegen reinige ich die Reifen hier direkt mit. Ja, dann spülen wir den groben Schmutz hier schon mal runter. Übrigens so als Anmerkung, es ist auf den Felgen noch etwas von dem Sonax Spray Protect von der Nassversiegelung drauf. Schauen wir uns mal an, wie dieser alkalische Reiniger hier die Versiegelung loslöst oder ob die vielleicht noch bestehen bleibt. Nur mal so als Hinweis. Ja, ich gleiche jetzt hier einmal ganz normal die Reifen ab. Ich versuche wirklich immer alle Bereiche zu erreichen. Schauen wir uns dann gleich mal an, wie das aussieht. Ja, dann machen wir nochmal einen Wischtest. Ich habe mir jetzt übrigens Handschuhe angezogen. Jo, und wir sehen ganz klar, es ist immer noch Dreck vorhanden. Hier ist halt einfach dieser Nachteil, den wir bei diesen alkalischen Reinigern haben. Ohne mechanische Nachbehandlung hier jetzt mit Felgenbürste und Pinsel reicht das auf jeden Fall nicht aus. Also da ist so ein pH-neutraler Felgenreiniger, diese typischen Flugrostentferner wie das Felgenbiest oder aber auch irgendwie ein Tuga Grün oder so, die sind da einfach besser geeignet. Wenn man nur aufsprühen möchte und dann abspülen, dann funktioniert das deutlich besser. Ja,
Hier bei dem Greenstar ist es genauso wie zum Beispiel bei dem Valet Pro Bilberry Wheel Cleaner. Da ist es genauso, da muss man halt auch einmal mit dem Pinsel drüber gehen. Ansonsten bekommt man die Felge einfach nicht komplett sauber. Naja, aber das machen wir hier jetzt. Ich hatte noch was in der Sprühflasche drin, deswegen haben wir noch mal ein bisschen Schaum aufgetragen und dann wird das Ganze hier einmal abgepinselt. Das funktioniert mit dem richtigen Werkzeug hier ja sowieso immer ohne Probleme und macht mir persönlich auch immer Spaß. Ja, fürs Felgenbett und für die Speichen dann wieder mal hier die Licaro-Felgenbürste. Damit geht das einfach super schnell und komfortabel, ne? Sage ich ja oft genug in letzter Zeit. Also das macht wirklich Spaß. So ein Nachteil, der mir jetzt so über die Zeit aufgefallen ist, wir haben ja dieses Schaumstoffteil, was ja, ja daran hindern soll, dass die Flüssigkeit irgendwie an die Hand gelangt. Und zumindest bei meinem Modell rutscht das die ganze Zeit hin und her. Ihr seht das hier. Ja, das finde ich so ein bisschen störend. Vielleicht, wenn man da nochmal irgendwie ein Update rausbringt, dann finde ich es cool, wenn man das irgendwie straffer machen könnte, dass das einfach nicht so verrutscht. Naja, weiß jetzt auch nicht wild. Ich habe ja jetzt hier auch eh Handschuhe an. Sollte man bei alkalischen Reinigern immer machen, denn gerade hier bei diesem hohen pH-Wert von 12,5, das möchte man wirklich nicht an der Hand haben. Da sollte man echt immer vorsichtig arbeiten, das ist ganz wichtig. Und es ist auch nicht wirklich empfehlenswert, hier mit diesen Nylonbürsten zu arbeiten. Die spritzen ja immer so ein bisschen. Und naja, wenn man diesen alkalischen Reiniger ins Auge kriegt, das ist auch nicht wirklich angenehm, ne? Dann vielleicht einfach eben schnell, weiß nicht, eine Sonnenbrille aufsetzen oder so, dass man zumindest so ein bisschen Schutz hat. Aber bei der Licaro-Bürste funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Ja, damit bürste ich jetzt hier einmal auch eine komplette Felge durch. Und dann geht es auch direkt wieder ans Abspülen. Ja, hier kann man jetzt erkennen, also es ist von der Nassversiegelung auf jeden Fall immer noch was auf der Felge drauf. Also eine Behandlung mit so einem verdünnten alkalischen Reiniger reicht wirklich nicht aus, um hier eine komplette Versiegelung zu entfernen. Deshalb hin und wieder kann man das auch auf jeden Fall mal machen. Allerdings, wenn man damit jetzt jedes Mal seine Felgen reinigen würde, ganz klar, dann hat man nicht wirklich lange Spaß an der Versiegelung. Deshalb nutze ich in der Regel natürlich auch immer lieber pH-neutrale Felgenreiniger. Aber ich denke, es ist auch mal ganz interessant zu sehen, was man mit so einem Allzweckreiniger alles so erreichen kann. Ob man sich eventuell teilweise sogar einen Felgenreiniger sparen kann. Ja, jetzt sind die Felgen sauber. Schauen wir uns hier einmal an. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Auch das Felgenbett glänzt wieder in dem schönen Grau. Aber ich denke, ich werde das Ganze jetzt einmal nochmal hier trocken fahren. Und dann schauen wir uns das gleich im trockenen Zustand an. Das ist ja immer nochmal etwas repräsentativer. Ja, so sehen die Felgen dann final aus. Sind wir einmal hier in der hinteren Felge. Ich denke, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, ne? Also man sieht hier jetzt keine Verschmutzung mehr. Was mir immer wichtig ist, das Felgenbett ist auch wirklich gut sauber geworden. Scheint auf jeden Fall schon mal geklappt zu haben. Aber dann switchen wir einmal nochmal schnell zur vorderen Felge rüber. Das ist ja nochmal interessanter. Und tatsächlich auch hier sieht das Ganze echt gut aus. Ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle hat man noch was, wo man vielleicht nicht richtig mit dem Pinsel oder so hingegangen ist. Aber insgesamt auf jeden Fall gut sauber geworden. Als Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, man kriegt auch mit so einem günstigen Allzweckreiniger die Felgen wirklich gut sauber. Ist alles nur irgendwie eine Frage der Mühe, eine Frage der Zeit, ne? Mit so einem typischen pH-neutralen Felgenreiniger, also so ein Flugrostentferner, Iron Remover, ist es ja wirklich so, da sprühen wir einmal drauf, lassen es 3-4 Minuten einwirken und dann haben wir ja im Grunde schon mal eine gut saubere Felge und dann können wir noch, wenn wir wirklich noch mehr wollen, können wir dann mit Pinsel und Bürste und ganz normal Autoshampoo oder zum Beispiel diesem Sam's Detailing Felgenshampoo, was ich letztens vorgestellt habe, die Felge behandeln. Dann haben wir komplett ja die ganze Zeit einen pH-neutralen Reiniger verwendet und auch eine saubere Felge. Ja, allerdings, ihr habt es gesehen, mit dem Greenstar wird es auch funktionieren. Dauert dann halt nur ein bisschen länger. Also einfach nur einsprühen und abspülen ist nicht. Da muss man wirklich schon mit den richtigen Werkzeugen arbeiten. Ja, ich hoffe, das Video war interessant. Ich bedanke mich fürs Zusehen und in dem Sinne bis zum nächsten Video hier bei Autoverrückt. Ciao!